Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sitzen hier an unserem Titanium-Platten-Dingsbums und so viel haben wir davon gar nicht mehr, wie ich eigentlich dachte. Aber ich hoffe, es wird reichen, um davon, naja gut, drei können wir davon machen und dann geht uns der Concrete aus, okay. Reinforced Concrete. Aber da haben wir doch hier die Möglichkeit geschaffen, hier oben. Reinforced Concrete. Guck mal, da können wir welche mitnehmen wieder. Können wir vier machen. Oh. Oh, ein bisschen mehr Reinforced Concrete. Kein Problem. Hier. 5, 6, 7, 12. Man kann Reinforced Concrete erstmal wieder weg. So, haben wir 12 Stück davon. Dann müssen wir mal gucken, wie wir die aufbauen können und wie groß die Dinger sind. Das wird noch lustig. So, und dann bauen wir das da hinten nämlich noch fertig. Und dann haben wir nämlich die ganzen Förderbänder nochmal so ein paar und werden wir da bestimmt nochmal los. Und hier ist, naja, ein bisschen Stau. Naja. Das kennen wir ja schon mit dem Stau. So, hier ist, warum ist hier eigentlich so? Laufen die schon übervoll? Na, noch geht's weg immer. Aber die Dinger stehen voll, okay. Und die stehen nicht voll. Naja, gut. Oh, mal gucken. Mal gucken, ne, wie das so läuft. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier durch. Was ist das hier für ein Rohr? Ah, das ist hier unten eine Rückführung von irgendwas. Ja, ja, ja. Das Zeug geht da durch. Alles klar, okay. Gut, hier wird gerade nichts mehr produziert, sehe ich gerade. Alle Förderbänder stehen voll. In vollem Safte. Mit dem, was sie produzieren können, sollen und dürfen. Theoretisch hätte man jetzt hier noch so eine Lücke lassen müssen, wie groß wie die hier ist, damit wir das dann mal. Ja, aber wenn ich die unten. Ach, ich weiß. Ich bin echt am Überlegen. Wenn ich wirklich nur eine Lücke mache. Aber wie ich das denn mit den Metallen mache, das weiß ich auch noch nicht. Hm. Manchmal bin ich auch wirklich ratlos. Da bin ich schon wieder das ratlos. Laufen wir erstmal ein Stückchen bis dahin hin. Und helfen den Jungs hier ein bisschen. Achso, ich müsste vielleicht die Würmer nochmal bekämpfen, ne? Da ist ja auch noch eine Rechnung offen. Da gibt es hier durchaus noch Nachhoch. Was ist denn? Da ist hier so eine Treppe drin. Auch an der geplanten Fläche. Merkwürdig. Da muss ich ja auch noch was tun. Aber ich habe ein Scharfschützengewehr. Kann ich hier jetzt einfach so umliegen, ne? Aber ich sollte es tun. Bevor noch irgendein Blödsinn passiert. Hier und den Backstein habe ich ja nicht noch. Na gut, das geht noch. Krieg sowieso welche wieder, wenn ich die Betonstraße lege. Oh, bin ich hier flexibel. Manchmal wissen ein paar Leute nicht, was sie machen sollen. Liegt daran, dass ich hier quasi gerade ihre Jobs übernehme. Aber sie sind dann hoffentlich demnächst auf anderen Jobs unterwegs und kriegen hin. Wir müssen sowieso noch wesentlich weiter ausbauen und wesentlich mehr ausbauen. Aber ich glaube, ich werde dann das mit dem Sand machen und werde die Fabrik von den Viechern bauen lassen. Achso, ich wollte ja noch kleine Mini-Fabrik mit den ganzen Teilen, die ich dazwischen brauche, machen. Irgendwann wollte ich das mal alles hinkriegen. Okay, okay, okay. Ja, 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 ja. Irgendwas war da. Ich erinnere mich düster. Oh, Concrete haben wir auch gar nicht mehr so viel dabei. Concrete haben wir gar nicht mehr so viel. Okay. Gut. Dann gucken wir uns doch mal an, wenn wir die Dinger stellen wollen. Ore Raffinery. Wie sieht sie denn aus? Oh, das ist gar nicht mehr so groß. Das sieht doch ganz gut aus. Die können wir nach oben und unten stellen, ne? Aber nee, oben können wir, oben gehen ja die Förderbänder durch. Wir könnten ja hier die Förderbänder eigentlich noch direkt nebeneinander legen lassen und dann hinten erst, wenn wir sie im. Naja. Platztechnisch. Gründe. Könnte man eigentlich machen, ne? Ja, dann machen wir das hier gleich erstmal. Dann legen wir sie erstmal hoch.
Alles klar, okay. Das heißt, wir legen den da oben ran. Bis dahin. Den da oben ran. Ja. Einfach nur, damit wir den Platz hier wieder gewinnen. So. Erstmal ausrasten, für dann haben wir jetzt erstmal genug in der Tasche. Wir brauchen gerade krumm, ich weiß. So, das sieht doch schon mal, dann haben wir das mit den Federbändern ja schon mal gemacht. Dann kann man das aus platztechnischen Gründen einfach sagen, das liegt ein bisschen weiter oben. Das ist ja nicht weiter schlimm. Das können wir ja später dann wieder runterziehen. Da sind wir ja gut drin. So, gut, dann haben wir nämlich hier wieder quasi genauso viel Platz wieder. Falls wir hier mal mehr davon hinbauen müssen. So, Ohrraffinerie. So, du brauchst einen Ein- und einen Ausgang. So, okay, dann gehst du dahin. Und dann auf Lücke setzen und dann nimm den Eingang und einen Ausgang. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wie die produzieren überhaupt. Das habe ich noch gar nicht geguckt. Ich habe 2 Stück davon gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die nicht vielleicht auch 1:1 produzieren. Kann man verwenden, um das zu machen, Ohrraffinerie 4 Purified Saphir aus diesen 4 eine Geschwindigkeit von 2,11. Das ist nicht ganz 1:1. Ne, warte mal, 4, doch. Sogar unter 1. Naja, gut. Wir machen trotzdem 12 hin. Wenn wir das mal irgendwann brauchen, wird das schon irgendeiner ne, vom Band nehmen. So. Gut. Da sind wir wieder 1 so weit auseinander, okay. Naja, das mit dem Augenmaß, da kriegen wir noch hin. Ja, und die Fabriken sind ja auch ein Stückchen größer, ne? So, dann müssen wir hier natürlich dann noch den Abtransport gewährleisten. Einmal hier rüber. So, dann brauchen wir nochmal. Oder machen wir, bauen wir plus 8 davon? Ich meine. Können wir erstmal plus 8 machen. Oh. Hier ist die gleiche Höhe, können wir einhalten. So. Ich wollte sagen, ich keine Förderbinder mehr. Entschuldigung. Ne, leicht verschluckt jetzt gerade. Uiuiui. Tüff Lilo, Herr von Böhlefeld. Ach, wir ziehen 12 vor, fertig aus. Rock fertig aus. Manchmal, ne? Echt schon nicht einfach mit mir. Och Mensch. Was machst du denn da wieder? Wir haben da dazu 1, 2, 3, 4 wieder. 1, 2, 3, 4. Na. So, sehr gut. Dann brauchen wir den hier. Den hier, den da hinten irgendwann. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall Greifarme. Ja, sehr gut.
Auf jeden Fall greife, haben wir die rein und raus liegen. Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, ne? Oh, ein bisschen größere Dinger hier. So. Wie heißen die Dinger nochmal? Oh, Sorting Machine, oder was war das? Nee. Oh, Raffinerie, ne? Wie ist das Ding? Wo ist er denn hin? Ich habe da 12 Stück drin. Ja, 12 Stück habe ich gemacht, genau. Gerade sagen, hä? Irgendwas ist da komisch. Da ist doch was komisch. Da stehe ich wieder im Weg. Ganz zu tief. So. Das passt. Das passt ja so, dann noch oben ran. Und dann natürlich hier wieder runter. Und hier mit in das Förderband eingehend. Das geht dann von hier erstmal nach oben. So. Was kann ich mit den... Wo haben wir denn die wieder hin? Ah, da. Okay, so, der dahin. So, dann, der sortiert das da ein. Jetzt brauchen wir hier noch die Knickarme. 31 Stück. So. So. So, gut. Oh, sieht doch erstmal gar nicht so schlecht aus. Könnte sogar funktionieren, wenn man mal drüber nachdenkt. Dann brauchen wir jetzt hier Strommasten. Und zwar brauchen wir genau mittig immer einen Strommast hin hier. Das sieht ganz gut aus. Aber wir schauen den Transfer nicht. Also müssen wir hier auch einen in die Mitte stellen. Da haben wir natürlich keine Mitte, weil wir da grenzgenial bis 4 gezielt haben. Wieder eins zu hoch. Das ist jetzt zu hoch. Achso. Gut, aber es ist alles bestromt. Dann kann man erstmal hier noch einen Strommast abstellen. Da geht noch einer und dann hier oben auf der anderen Seite und dann haben wir auch Strom da drüben. Die sollen mir herstellen. Die Dinger. Alle Mann. So, und dann haben wir noch ein paar Rauffunzeln. Damit das auch schön ausgeleuchtet ist hier, unsere Fabrik. So. Sehr gut. Dann brauchen wir hier einen, der da abbeißt. Hier einen, der da abbeißt und nicht da oben. Und hier einen, der da abbeißt und nicht da oben. So, dann machen wir dahinter dann erstmal wieder eine kleine Ausgleichsnummer hin. Und dann haben wir keine Ausgleicher mehr. Mädchen bitte, da brauchen wir aber hiervon. So, die Dinger arbeiten sogar schon. Das begeistert mich ja voll und ganz. Oh. Das schon mal funktioniert hier. So. Boah. Wer hat denn das gemacht? So. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und die brauchen auch ganz gut auf hier. Also ich glaube, die Dinger kommen gar nicht nach zum Produzieren, aber das macht erstmal nichts. Wir machen dann hier nochmal einen noch ein bisschen Ausgleich hin, damit das dann richtig gleichmäßig abläuft. Da ist wieder, dass die eine Seite mehr abgenommen wird als die andere, aber die kommen ja echt nicht nach. Ne? Achso, warte mal, die kommen auch nicht, können auch nicht nachkommen, weil da fehlt ja sogar noch ein bisschen was.
Da fehlt ja ein kompletter Produktions... Da müssen wir noch ein paar machen davon. Soll ich jemanden da wieder einen von? Leg ab. Oh, die haben gerade nichts zu tun, meine Roboter. Das können wir natürlich auch nicht zulassen. Aber die nehmen hier mehr ab, als die produzieren können. Also sieht so ein bisschen so aus. Das staut sich nicht unbedingt zurück. Geht so, es hält sich, ne? Gut, wir müssen natürlich diese Produktionsstätte hier noch in Gang kriegen. Das wird noch ein bisschen dauern. Dann gucken wir mal, haben die Roboter echt alles fertig? Ja, guck, schön. Da habe ich ja Begeisterungsgefühle. Da kommen ja so richtig, da kommt Begeisterung auf. Das heißt, wir werden dieses Karree jetzt hier einmal nehmen und dann da unten hinsetzen. Wir werden den ganzen Strommasten hier unten rausschmeißen und dann werden wir das dann alles, was wir dazu brauchen, in die Kiste legen. Wir werden eine Fabrik machen, die die Dinger herstellt, die wir hier brauchen, die wir hier brauchen, die wir hier brauchen. Dann werden wir kleine Fabriken überall aufbauen, damit wir dann immer bloß unten in die Kiste schmeißen müssen und dann kann das gebaut werden. Anschließend natürlich nicht, weil wir müssen vorher die Produktion umstellen, nämlich die einen machen die Steine, die anderen machen die Steine. Da müssen wir natürlich dann noch die Produktion anpassen, das ist klar, aber das kriegen wir dann auch hin. So, jetzt haben wir auf diesem scheiß Ohr schon wieder so viel aufgenommen, ne? Was kannst du denn hier brauchen? Ach, du bist ja sogar voll, du hast gar keinen Vertrieb, was hast du das nicht? Ernsthaft, die kann man falsch schon anbauen? Huch! Na, hubala! Das erklärt ja so einiges. Huch. Okay, gut, das erklärt so einiges, warum die Dinger jetzt hier nicht schnell genug produziert haben, aber da haben wir ja wirklich etliche nicht in Produktion gehabt. Gut, die hinten schienen schon wieder. Naja, gut. Also wie gesagt, wenn die Dinger voll gebraucht wären, dann werden wir von den Dingern wahrscheinlich nichts mehr haben. Was? Naja. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Man kann ja diese Purified, also diese Dinger, das ist ja... Es gibt ja verschiedene Methoden, an diese Erze zu kommen. Also ich bevorzuge ja die Methode, wo ich dann einfach sage, okay, ich würde das hin und kriege ein Erz raus. Dann gibt es natürlich die Methode, man könnte das jetzt nehmen und da die Erze rauskristallisieren und dann die Erze verteilen. Das Problem ist aber, was ich dabei sehe, wenn wir das so rum machen, dass wir dann irgendwo von irgendeinem Erz zu viel haben oder von irgendeinem Erz immer zu wenig haben. Also ich finde, dass wir nur einzeln das Erz produzieren. Also okay, wir produzieren jetzt halt mit Crushed Seraphite, Crushed Jovolite, Entschuldigung, genau die Dinger für Eisenerz und das in Massen. Und dann holen wir da so viel Eisenerz raus, wie geht und dann da pumpen wir auch richtig rein, damit wir immer genug Eisen haben. Dann machen wir das halt so. Also so ist zumindest mein Plan. Fürs Erste. Also wir werden jetzt blau-gelb als erstes machen, damit wir als erstes an Eisen kommen. Dann machen wir hellblau-weiß, damit wir an Kupfer kommen. Und dann machen wir rot und braun, damit wir an die anderen Sachen alle kommen. Und dann können wir oben die Produktionsstätten machen. In der Zwischenzeit werde ich natürlich kleine Fabriken bauen, die genau das hier immer dann erledigen, dass wir das immer haben. Damit ich unten bloß noch sagen muss, hier komm, baut mal. Und ich renne hier rum mit Steinen und baue Steine oder sowas. Naja, nee, die Steine lasse ich schon, nee, das lasse ich schon die Robbys machen. So, wir gehen jetzt nochmal ganz schnell da ganz hinten hin und erschießen schnell die Würmer. Nehmen wir das Scharfschützengewehr wieder mit nach vorne. Ich weiß, dass es dafür eine Taste gibt, um diese Waffe durchzuschalten. Das weiß ich. Nur allein, ich kenne sie nicht. Ich glaube, es ist Q. I? Irgendwas. Ich glaube, Q ist das sogar. Mit Q komme ich hier nicht durchschalten. Na gut, okay. Irgendwas war's. Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt gucken wir nochmal, wenn wir jetzt da draufhalten. Hier, so, mit der Waffe. Geht das? Muss irgendwo im Grün hinterlegt sein. Genau, und jetzt kann ich dann mit... Also, dort. So, der ist auch dort. So. Dann gehen wir erstmal auf die Gruppe hier oben zu. Also es ist ja echt, also auch selbst wenn man sie jetzt auf aggressiv stellen würde, ist das ja wirklich immer noch Pillepalle hier. Die haust du ja einfach dann aus der Entfernung weg und die können dir nichts. Ich weiß nicht, wie das mit den ganz großen Würmern ist, die da hinten nachher noch haben. Gut, wir können natürlich jetzt hier einfach so, den Vorteil, den wir haben, ist, dass wir bauen können einfach, ne? Dass wir einfach sagen können,
Baut mal und wir holen die Dinger dann weg, wenn es soweit ist. Also wenn es wirklich, wenn wir wirklich dran müssen, ne? Also der hätte gar keine Chance, ne? Also, gehst du kurz ran, dann lass du mal kurz und dann ist alles gut. Er steht noch kurz auf, aber war's dann auch. Naja gut, jetzt haben wir ein paar Alien-Artefakte, ist auch schon mal schön. Auch so in verschiedenen Farben schon. Sehr schön. Das kann man sich ja dann auch alles einzeln dann noch herstellen, ne? Das geht ja auch. Da weiß ich noch nicht, wozu ich die gebrauchen kann, diese komischen Eggs. Wo hat er die jetzt hingeschmissen? Wie sehen die überhaupt aus? Die Dinger. Da weiß ich echt noch nicht, wozu ich die brauche, aber das wird sich zeigen, wenn es soweit ist. Gut. Die können wir sogar erschießen, dann kommen wir rüber. Ich weiß gar nicht, ob ich hier rüber komme. Ich glaube, da komme ich nicht drüber gelaufen, ne? Oder? Wir probieren es erstmal. Kommen wir da rüber? Oh ja, da komme ich rüber gegangen. Alles klar. Gut, dann können wir die auch erschießen. Oh. Bin ich doch ein bisschen zu nah dran gewesen. Bin ich denn für ein Tölpel, ich? Hä? Habe ich keine Munition mehr? Sieht ja schon mal ganz schön doll aus, was wir mit meinen Lebensbalken hier gemacht haben. Warum schießt er nicht mehr? Oh, da ziehen alle. Muss ich dann einmal die Leertaste loslassen, damit er nachlädt, oder? Sehr schön. Hier was weggesterpselt hier. So ist gut. Gut, dann haben wir hier unten erstmal dafür gesorgt. Ach, da unten haben wir noch ein paar. Okay, wir gehen jetzt noch zu denen hier hin. Und dann werden wir hier den Robbys sagen, dass die unten Erde pflanzen sollen, ne? Also, und das ist ja ein Einzelner hier. Ganz alleine ist er hier. Ach je, Mini. Naja, sterben muss er trotzdem. So. Und bringt ein bisschen Alien-Artefakte ein. Also, wir werden unsere Robbys unterstützen immer, ne? Immer wenn sie unten am Bauen sind, werden wir sie durchaus unterstützen, aber hauptsächlich sind sie jetzt erstmal noch für die Landgewinnung und alles zuständig. Beziehungsweise für die Verlegung von diesem Zeugs hier. Wir müssen dann nachher die. Ja, das müssen wir dann kontrollieren. Also die Dinger werden wir jetzt alle einzeln genau darin verpacken und dann können wir jetzt erstmal hier mit beglücken, dass sie da noch ein bisschen was zu tun kriegen. Können sie sich ja dann hier noch volllegen, wie sie wollen, mit wunderschönen Backstein. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal so viel Platz, dass wir noch mindestens 4 Produktionsstränge hinkriegen hier. Und wie gesagt, wenn dann irgendwie Not am Mann ist oder sowas und wir da irgendwas brauchen, dann oder den Platz halt unbedingt brauchen, dann können wir das schon mal auch von Hand das übernehmen mit. Und den Robbys ein bisschen helfen. Wir sind da ja nicht so. Oh, ein paar tausend Backsteine gehen ja wahrscheinlich drauf für, ne? Für diese Aktion hier. Aber besser der Robby macht als ich, ne? Wenn der jetzt alles vollfüllen würde, das würde auch eine ganze Weile dauern hier. Ich
Das verstehe ich noch nicht ganz. Achso, ich kann natürlich auch gedrückt halten, ne? Und dabei einfach gehen. Ja. Das geht natürlich auch. So weit wollte ich gar nicht. Moment. Na. Ich und Zeichenunterricht. Wo haben wir jetzt das Blueprint? Da. So. Dann hier die nächste Ebene. So. Angesetzt und weiter geht's. Aber wenn sie mir das alles hier mit Backstein vorlegen, dann sind sie echt eine ganze Weile beschäftigt, glaube ich. Die kleinen Süßen. So, Motor mache ich hier oben, ne? Ich könnte ja theoretisch mal ganz kurz gucken, wie das aussieht, wenn ich da jetzt nochmal von der Robotermaschinerie noch ein paar neue Roboter haben will. Bauroboter, da könnte ich dann noch ein paar machen bestimmt. Das sollte sich doch ausgehen. Ich bin erstmal ganz glücklich, dass wir das mit dem blauen Zeug jetzt endlich fertig haben. Dass der Strang jetzt erstmal so steht und wir dann jetzt erstmal den noch nicht anfassen. Vorerst jedenfalls nicht. Und wir können quasi... Wenn man das jetzt mal auf der Map sieht, ne, wir haben ja hier so einen Sender und da so ein Ding. Hier zwischen passen ja zwei Stränge. Das heißt also, hier passt der gelbe jetzt hin, dann kommt hier der hellblaue hin, hier passt der weiße ja schon hin. Also so weit sind wir ja schon. Also wir könnten hier theoretisch schon bis zu vier Farben. Können wir ja hier schon. Vier nur? Nee. Warte mal. Doch, hier kommt dann das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Ja, vier Farben können wir schon machen. Gut, das heißt also, wir müssen nochmal so einen Block denn da unten dran setzen und ne, bis da hinten hin und dann haben wir hier hinten haben wir dann alle Farben erst. Ich hätte gerechnet, dass wir wirklich hier vorne ankommen mit den Farben, dass wir da bis dahin hinkommen. Oh ja, egal, zieht es halt in die Länge, die Fabrik. Ist ja nicht weiter schlimm. Wir können uns die Insel ja so groß machen, wie wir wollen. Da sind wir ja frei jeglicher Beschränkung. Wir schütten das einfach so dahin hin, wo es hin soll und fertig ist. Der Lack. So. Die Robbys sehen wir natürlich jetzt auch nicht fliegen hier. Wir könnten natürlich auch ein paar Backsteine einfach mal holen und dann hier in die Nähe packen. Also eine Kiste da unten hinstellen, so eine Anforderungskiste und da einfach mal richtig viele Backsteine reinlegen. Dass die Jungs dann nicht ganz so viel fliegen müssen, ne? Nicht immer ganz so weit fliegen müssen. Ja, das sieht doch mal recht interessant aus hier. Überflug. Und hier wird sogar noch fleißig gearbeitet. Also irgendwas produziert. Hier wird hier sogar noch produziert auf dem Strang. Schön. Bin begeistert. Ja, Ausgleichsbehälter, Ausgleichstanks und Pumpen haben wir jetzt natürlich noch keine drin. Das ist natürlich noch so eine Sache, die wir vielleicht noch brauchen. Dass wir irgendwo Behälter haben, die Flüssigkeiten aufhalten. Dass wir irgendwas, wo wir vielleicht damit auch Flüssigkeiten terminieren müssen. Aber das muss sich zeigen dann im Laufe der Zeit, wie die Produktionskette dort, wie das dann abläuft und wo, wie, was passiert, damit wir dann das noch optimieren können oder wo denn Engpässe entstehen. Gut, das soll es gewesen sein mit einer Folge Factorio hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Wir werden das nächste Mal kleinere Fabriken bauen. Also ich muss mich da jetzt mal dran setzen, dass ich da oben irgendwo einen Platz suche. Wo ich jetzt nochmal so kleinere Fabriken hinbaue für die Maschinen, die wir noch brauchen. Also ich prädestiniere, dass wir hier reingehen in dem Bereich, dass ich da immer eine Fabrik hinstelle, die die Maschine macht, eine Eingangskiste, eine Ausgangskiste und das in der Eingangskiste, wenn das jetzt nicht eine MK1 oder 2 Maschine ist, sondern dass ich da wirklich das ganze Material reinkrache und die macht dann erstmal, bis dann ein Stack von der Maschine voll ist oder so, damit wir dann immer die Maschinen einmal einsammeln da oben und dann Abtransport Richtung Bauplatz und dann am Bauplatz alles hinlegen, weil die Roboter werden ja eh die meiste Zeit damit begangen sein, Rohre zu legen oder irgendwas. Jetzt haben sie erstmal diese ganzen Steine noch zu legen, da werden sie eine ganze Weile noch beschäftigt sein. Da haben wir aber wenigstens die Zeit dafür, diese Maschinen noch zu bauen. Gut.
Nur das als kleiner Ausblick in die nächsten Wochen. Hui. Tschüss.